Hallo liebe Freunde der gepflegten und niveauvollen Unterhaltung, ihr seid hier definitiv falsch. Aber auch trotzdem euch ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Wir haben in der letzten Folge die Matriarchin, ja, etwas geschädigt, etwas sehr geschädigt und... Huch! Als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Mit wem spreche ich hier? Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben, die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Ich bin nicht hergekommen, um mit Ungeziefer zu quatschen. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufügen. Ich habe den Satz jetzt mal vollendet. So, ich unterbreche es mal ganz kurz. Immer diese unerwarteten Zwischensequenzen, sowas. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, ich habe mal in die letzte Folge jetzt kurz reingeschaut. Gerade eben, bevor ich jetzt die nächste gerade aufnehmen wollte. Und ich habe festgestellt, es ruckelt etwas. Ich entschuldige mich dafür im Nachhinein. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich nebenher Audacity habe laufen lassen, um mal eine... Also um sicherzugehen, dass auch mein Kommentar ganz da ist. Ich habe schon mal eine Folge komplett nachvertonen müssen. Macht nicht so einen Spaß. Naja, es geht. Aber es ist besser, das Original zu haben. Von daher. Aber ich schätze... Also es läuft ja gerade im Moment, wenn ihr das live guckt, sag ich mal. Also zum Release, so und so. Dann läuft es im Moment eh... läuft im Moment nur Mass Effect alleine, weil mein Rechner, naja, packt es nicht so ganz. Wie gesagt, im Moment, es lief nur Audacity nebenher und ich konnte nicht aufnehmen, gescheit. Es hat geruckelt. Es ruckelt ja auch so schon ganz unschön zwischendurch mal, von daher ist es nicht so ratsam, auch noch so ein Blödsinn nebenher zu machen. Gut, aber für den, um es ein bisschen hier, den Ausblick zu wahren. Ich werde mir einen leistungsfähigen Rechner holen. Im Sommer. Also praktisch jetzt. Und ich glaube, dann habe ich durchaus ein bisschen auch Potenzial, was Gescheites mal zu machen. Aber ich bin mal gespannt, wie das wird, mit den ganzen Daten umsetzen. Aber das gehört nicht hierher. Ich möchte nämlich hier wissen, was mit Ihnen nicht stimmt. Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nadelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln. Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht. Aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Das ergibt Sinn. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund sein. Okay. Ich würde sie zu gern töten, das klingt so ein bisschen... Naja. Ja, ich bin schon der raue Typ. Aber wir bleiben mal neutral. Okay, okay. Ich glaube nicht, dass sie mir die Wahl lassen werden. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen?
Lassen Sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? An dem Ding sind Säuretanks festgemacht. Jagen Sie sie hoch! Millionen meiner Vorfahren sind gestorben, um diese Viecher auszurotten. Lassen Sie nicht zu, dass sie zurückkommen. Wenn Sie sie töten, rotten Sie eine gesamte Rasse aus. Wir sollten den Zitadellrat über Ihr Schicksal entscheiden lassen. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ich weiß schon, was ich tun möchte, aber ich werde sie mal trotzdem hier untersuchen. Und zwar die Pläne und das Überleben. Erst das Überleben. Sind Sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Okay, und jetzt noch was zu den Plänen. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein! Wir... Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Okay, also ich werde sie nicht töten, das kann ich nicht verantworten, auch wenn ich rau bin. Die Frage ist jetzt, was ist der Unterschied zwischen, ich werde sie nicht töten und ich werde sie befreien? Ich werde sie nicht töten, dann... Aber müssen sie freilassen, oder? Also ich vertraue dir ja schon, also dass man... erkennt schon am Tonfall eigentlich, dass sie das auch so meinen. Deswegen... ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, wir werden sie befreien einfach. Auch wenn es nicht töten, ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch befreien heißt. Oder ist es mir warten? Oder Zitadellrat? Oder Zitadellrat wird vielleicht falsch entscheiden. Ich bin Spectre, ich darf das. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Sind Sie verrückt geworden? Ihr Volk hat ja nicht gegen diese Bastarde gekämpft. Weshalb sie es einfach nicht. Stimmt, sie muss sterben. Ja, genau, das ist die richtige Antwort. Genozid, mächtige Verbündete. Ich würde das wieder fast neutral bleiben und sagen, sie hat nichts getan. Aber es ist wieder so vorbildlich. Ich gehe mal ein bisschen auf die raue Seite, in Anführungszeichen. Also die egoistische, selbstsüchtige zumindest. Ich würde die Rachni in Zukunft gerne an unserer Seite sehen. Machen Sie, was Sie wollen. Meine Leute werden die Schweinerei hier später aufräumen. Genau wie damals für die Salarianer. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Na toll. Ungeziefer, das Lieder über sie schreibt. Denken Sie an meine Worte. Sie werden das noch bereuen. Das fand ich jetzt irgendwie witzig. Und diese hochauflösenden Texturen auch noch dazu. Unglaublich. Verdammt, schon wieder vorbildlich. Ich glaube, das liegt aber daran, dass wir sie befreit haben. Aber ich hätte nichts anderes getan, auch wenn... Also ich kann nicht, Leute, ich bin rau und vielleicht auch abtrünniger, aber ich glaube, es wird nichts. Ich könnte eigentlich mal umschwenken auf vorbildlich. Ich glaube, in der Zwischenzeit eh mehr vorbildlich als abtrünniger. Ja, deutlich mehr. Ich wollte auf jeden Fall, muss ich gerade mal anmerken, das hier wollte ich mir holen. Denn dann kann ich nächstes Mal die Fähigkeit gleich zurücksetzen, die Overkill. Wo waren die? Da war die Overkill. Erweiterter Overkill. Meisterhafter Overkill. So, das wäre Sturmgewehr. Ach, das geht auch nur auf Sturmgewehr. Deswegen.
Ah, bei Pistole wäre Schütze. Ah, ich verstehe. Ah, okay, okay. So, schmeicheln brauchen wir nicht. Wir wollten einschüchtern, haben wir. Was wegnehmen kann ich ja nicht, ne? Nö, wäre auch zu schön gewesen. Erste Hilfe. Für alle. Warum habe ich das eigentlich nicht? Das brauche ich. Ich bin so schlecht. Ich brauche. Wieso habe ich das nicht? Was mache ich eigentlich? So, Stufenaufstieg. Wäre erledigt. So. Dann wollte ich. Adrenalinschub. Setze ich mal auf die. Die 3, glaube ich. Schildboost kann auf der 4 bleiben. Auf der 5 liegt. Was liegt denn auf der 5? Ach, nichts. Moment, dann lege ich aber den Adrenalinschuss auf die 5. Overkill ist da. Adrenalinschub eigentlich kann. Ich vermisse gerade meine schöne Heilfähigkeit. Das ist die erste Hilfefähigkeit da gerade. Aber. Sei es drum, ich wechsle mal kurz auf die Pistole. Gut, da liegt automatisch dann Schütze drauf, das ist gut. Was sag ich das da? Was kann denn der? Hier, Schadenschutz bei der Rüstung bei Treffer gegen weniger Gesundheit verloren. Ich bin immer zu langsam beim Auswählen, habe ich das Gefühl. Aber ich kann gerade nicht. Huch. Ach Quatsch, wollte ich doch gar nicht. Ich hätte gern. Kostet ein wenige. Ja und? Hä? Was ist denn darin ist neu? Außer dass es Nachladezeit kostet. Das andere kostet auch ein wenige. Und ich kann es. Das ist ein bisschen schade, dass ich es gerade nicht reinziehen kann. Weil ich nicht verletzt und so. Gut. Dann. Kümmere ich mich mal darum. Moment, wie war's? E war's, genau. Starte manuelles 25. Ja, so sehe ich aus. Einfach genug. Ausnahmsweise mal. Aber ich sag lieber mal nichts. Wo war's denn? Man konnte doch mit M. Genau. Wetten, ich drück mich wieder. Drück wieder falsch. Es muss. Haha, nein, richtig. Aber das kann ich mal wegmachen. So, ich bin. Das bin ich. Ja genau, da geht's nachher raus. Achso, sonst geht's auch nirgendwo weiter. Na gut, dann ist klar, dann muss ich jetzt hier lang. Das ist halt meine Aufgabe gerade. Die da Matriarchin ist, sie ist tot. Oh nein, sowas Unglückliches. Standort. Achso, genau, ich muss dann. Okay. Das hat. Das weiß ich nicht, wo ich da. Irgendwo. Mhm. Und das da ist sowieso auf Ferros. Gut. Dann müssen wir also. Warum kniest du auf einmal? Dann packe ich mal die Waffe weg. Und ignoriere diese Ruckler die ganze Zeit. Oh, wir laufen gerade. Hä? Vorher hatte ich mal mit Audacity hatte ich vorher mal um die 40 Frames. Jetzt laufe ich gerade um die 30. Ja klar, zwischendurch haben wir 19. Man merkt schon, ein sehr stabiles System, was ich hier habe. So, zurück zu. Ah. Moment, ich bleib mal kurz da. Hab mich gerade verguckt. Zug. Hm. Ich verstehe es nicht ganz. Ich bin wahrscheinlich ans Tiefe gekommen, ne? Ans Tiefe bin ich angekommen. Sei es drum, wir wollen eh zurück zu Normandie, also auf geht's. Wäre erledigt. Dann düsen wir mal in hoher Geschwindigkeit Richtung Normandie. Die Beschleunigung dieses Dings ist unglaublich. Ich fühle mich schon richtig wach. Ist übrigens sehr förderlich für meine Stimmung. Stimmung, wie auch immer gerade. Ich nehme mal wieder nachts auf, wie immer. Ich muss kurz einen Schluck trinken, Moment. Geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Sinnlos. Sinnlos? Nein, sinnlos? Sinnlos. Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit.
Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir brauchen noch weitere Informationen. Was ist mit Liara Zoni, die Tochter der Matriarchin? Ist sie nicht so eine Art Expertin auf dem Fachgebiet der Proteaner? Stimmt schon. Ihre Mutter hat für Saren gearbeitet. Und sie wahrscheinlich auch. Benesia hat uns am Ende geholfen. Vielleicht kann uns Liara auch helfen. Zumindest sollten wir versuchen, sie im Artemis-Tau-Cluster zu finden. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Das ist übrigens sehr schön gerade. Denn jetzt hatten wir doch eben schon eine kleine Aufgabe, ich glaube eine Nebenaufgabe, wo wir genau zu dieser Quarianerin, war es eine Quarianerin? Ich habe gerade nicht ganz aufgepasst. Egal. Wo wir zu dieser, wie auch immer sie heißt, hin müssen. Finde ich mir sehr interessant. Aber ich... Das ist total sinnlos, was ich gerade sage. Also ich soll einfach weiterspielen. Ich gebe hier die Befehle. Ich entscheide, wohin es als nächstes geht. Ist das klar? Natürlich, Shepard. Ich wollte nur helfen. Wir sind hier fertig. Für den Augenblick alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Ja, bitte. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Soll ich mal raten, finde ich eine sehr schöne Antwort. 3 oder 4? Das ist kein Spaß, Commander. Die Rachni zählten zu den größten Bedrohungen, der die Galaxie jemals ausgesetzt war. Ich finde das übrigens gerade sehr schön. Huch. Übertragung Ende. Okay, immerhin haben wir da jetzt ein bisschen was für ein Abdrücken gekriegt, aber es ist sehr lächerlich, oder? Wir kriegen 27 für das Vorbildliche und dafür, dass wir so mit unserem Vorgesetzten in Anführungszeichen, wir sind ja Spectre, haben ja so indirekt nur Vorgesetzte. Sei es drum, dafür, dass wir so mit denen umgehen, kriegen wir nur 2 Abdrücken-Punkte. Schwach. Und ich will endlich diese Rüstung da loswerden. Die ist so grausig schlecht, sieht die aus. Es ist so widerlich, so gelb. Okay, Ruhe jetzt. So. Die Galaxiekarte öffnen. Ich drücke die ganze Zeit Leertaste. Weil ich gerade nebenher Splinter Cell Blacklist spiele. Und da ist die sehr, ja, aktiv, die Leertaste. Ah, mit Rechtsklick war's. So. Was haben wir denn da? Ich muss gerade ein bisschen rumgucken. Da ist ein Cluster. Da ist ein Cluster. Was war das denn? Nein. Ich bin wahrscheinlich sowieso im falschen Nebel. Was ist denn heute los? Ja, das war zu weit rausgezoomt. Ich habe so ein bisschen im Hals gerade. Tut mir leid dafür. Sollte ich das vergessen, rauszuschneiden oder sonst irgendwas, möchte ich mich dafür entschuldigt haben gerade. Aber ich muss mich räuspern, denn sonst ist meine Stimme gar nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht gleich mal erstmal was trinken. Das Noveria? Das ist die Citadel? Milchstraße, das muss doch irgendwo anders noch hingehen, oder? Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Da ist ein Cluster. Ferros. Moment, ich guck kurz ins Journal. Kann ich gar nicht. Das ist übrigens die Milchstraße, das heißt, irgendwo müsste auch die Erde zu finden sein. Keine Ahnung, wie die Erde heißt. Das interessiert mich jetzt, ich muss kurz reingucken. Aber ich habe so das Gefühl... also es sind irgendwie sehr wenig. Was ist eigentlich das mit der Ausgrabungsstätte? Dieses Tau-Cluster. Das ist doch das, oder? Oh, also steht nicht so ein Cluster dran, aber... Newton. Die haben so lustige Namen. Eine Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Bitte was? Normandy,
Hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skyllianischen Randsektor verstärkt zu Geth-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Geth-Außenposten auf 4 verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Ich hätte gern weitere Informationen. Wissen wir denn, was Sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln, oder Sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Es könnte die erste Welle einer Invasion sein. Hoffentlich nicht. Wir brauchen jemanden, der dem nachgeht, Shepard. Saren zu finden bleibt Ihre oberste Priorität, aber Sie haben bereits gegen die Geth gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Geth-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Okay. Das ist der Armstrong-Nebel. Aber auch das hilft mir jetzt nur so mäßig weiter. Da war ich gerade schon, tut mir leid. Hier ist... Aber hier gibt es echt keinen, wo es den Planeten Erde gibt. Ist ja schade. Ich muss mal kurz rausgehen. Und kurz in mein Tagebuch. Oh Gott, ich habe viel zu viel wieder übrig. So, Moment. Hä? Ungewöhnliche Signale? Klasse Hüter. Ich habe so viel zu tun. Aber wisst ihr was? Ich suche mir jetzt gleich, Ach, das sind alles... Nee, das hier habe ich eigentlich gesucht. So. Nach Ferus muss ich... Übrigens auch. Und Atreus Tau. Artemis. Artemis, so rum. Ich krieg meine Augen kaum auf, irgendwie. Sind echt voll verklebt, tut mir leid. Also ich suche mir jetzt eine schöne Mission raus. Mache eine Nebenmission auf jeden Fall. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Und melde mich hiermit ab. Bis zum nächsten Mal.